Guten Morgen, Oma. Das war ein herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt nach 2 oder 3 Monaten. Viele von euch haben es bestimmt mitbekommen. Bei mir gab es jetzt ein paar Wochen und Monate tatsächlich schon wieder kein Video. Und so lange gab es noch nie kein Video auf meinem Kanal. Ich werde dazu auch so ein eigenes Video mal machen, wo ich das erkläre, warum ich jetzt so lange kein Video hochgeladen habe. Aber in dem Video hier nicht. In dem Video will ich einfach mal wieder anfangen, ein bisschen was in der Werkstatt hier zu machen. Denn ich habe auch tatsächlich die letzten 2, 3 Monate fast nichts mehr hier drin in der Werkstatt gemacht. Und das soll sich einfach heute ein bisschen ändern. Im heutigen Video werde ich was drechseln und da werde ich mich mal was richtig Cooles ausprobieren. Das wird auch nicht nur in dem einzelnen Video heute quasi Thema sein. Das ist wieder so ein Zukunftsprojekt, wo ich dann für die Zukunft schauen kann, wie gut das Ganze hält. Und zwar möchte ich aus Holz eine Müsli-Schüssel machen, was man aber auch theoretisch als Suppenteller benutzen kann. Klare Problematik da ist halt auf jeden Fall, dass wir hier Holz haben und da dann sehr heißes Wasser reinkommen wird. Und das halt immer wieder. Das heißt, das Holz wird sehr stark beansprucht. Und ich zeige dir erstmal, warum halte ich hier die ganze Zeit schon diesen Rohling in die Kamera. Ich habe genau mit diesem Stück Holz hier das nämlich schon mal ausprobiert, aber das wollte ich mit dem Stückchen nicht machen, weil das hier schon leider ein paar Haarrisse hatte. Man sieht es hier an den Stirnseiten. Also das Teil war vorgedrechselt. Hier an den Stirnseiten haben wir schon ein paar Haarrisse. Und die will ich halt hier in diesem Rohling nicht drin haben. Weil ich mir da halt vorstellen kann, dass hier entweder Wasser rausläuft. Und wenn ich es zuklebe mit CA-Kleber, dass das halt nicht gleichmäßig sich bewegt oder arbeitet. Das Ganze soll für meinen VW-Bus sein. Das bedeutet, das Ding liegt halt immer im VW-Bus und das für eine relativ lange Zeit. Und wenn ich dann zum Beispiel ein relativ heißes Gebiet fahre und das Auto steht irgendwo, kann es, denke ich, schon durchaus mal am Auto 50 Grad warm werden. Und wenn es dann wieder kalt wird, wird alles, was drin ist, natürlich auch kalt und deswegen wird das Holz sehr, sehr stark arbeiten. Ich werde mal schauen, ich werde euch am Schluss vom Video auch noch die Holzschale zeigen, also das Waschbecken, was ich aus Holz gedrechselt habe, wie das Ganze bis dato überstanden hat, aber das später. Jetzt brauchen wir erstmal Holz. Jetzt stehen wir nämlich gerade hier noch ein bisschen bei mir in der Logistik. Das wird sich alles für jetzt die nächsten paar Wochen noch stark verändern, denn die ganze Zeit ist die Logistik hier aus meinem Kinderzimmer quasi rausgegangen. Aber das alles werde ich jetzt in Zukunft abbauen, denn ich werde keinen Versand mehr machen. Werde ich in einem anderen Video mal was dazu sagen. Wenn ihr da konkrete Fragen zu habt, könnt ihr mir die unten in die Kommentare schreiben. Aber zu einer Sache werde ich euch gleich im Video was sagen. Aber jetzt, wir müssen erstmal ein bisschen Holz auf die Drechselbank bekommen. Wir gehen jetzt mal hoch ins Baumhaus, denn da habe ich super, super viele Holzrohlinge vorgedrechselt. Also ihr werdet wahrscheinlich gleich auch erstaunt sein, wenn ihr das Ganze seht. Das hier könnte auch bald ein Videovlog sein, wo wir hier das Dach von der Werkstatt ein bisschen neu machen. Denn hier die Dachpappe war ungeeignet, weil unten drunter USB ist. Die sind geeignet, aber ihr seht, da ist noch ein bisschen Fläche, wo wir neu machen müssen. So, und hier, oh Mann, seht ihr mein Holzlager? Katastrophe. Scheiße, sind hier viel Spinnewebe. Das hier ist übrigens der Solarladeregler, das ist der Regler von unserem Windrad. Das zeige ich euch auch noch kurz. Das ist das Windrad. Ich denke, ich habe jetzt schon, boah, ich sehe echt fertig aus. Kennt ihr übrigens die berühmte Blödmannsbräune? Oh Gott. Bisschen vermisst habe ich es ja schon, so mit mir selbst den ganzen Tag zu reden. Jetzt suchen wir erstmal Holz. Das hier zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit für euch, wie ihr Holz schützen könnt, damit es nicht reißt, mit Kerzenwachs einreiben. Das habe ich damals auch gemacht. Einfach den Kern raustrennen, Kerzenwachs drauf und dann halt einfach ja, liegen lassen. Das ist von 2015. Hier, das sind alles Rohlinge, die habe ich mit dieser Austrievorrichtung vorgedrechselt. War eine absolute Katastrophe, weil Linde gar nicht dafür geeignet war. Habe es dann trotzdem fertig bekommen. Hier haben wir Schalenrohlinge aus Buchenholz vorgeschnitten. Waren eigentlich dafür gedacht, noch zu Schalen zu drechseln, aber das waren dann zum Schluss doch viel zu viele. Und die wollte auch dann keiner kaufen, die fertig gedrechselten Schalen. Hier haben wir auch noch Linde. Das ist eigentlich alles auf Video tatsächlich, was ich hier gerade zeige. Da habe ich noch ein paar Stammstücke gehabt, die habe ich aufgetrennt, damit die trocknen können. Und da hinten sind noch ein paar schöne Rohlinge. Kann man mal schauen, ob wir da was finden. Ganz im Ernst, schaut euch mal an, wie extrem das Holz sich hier verändert hat. Also hier die Breite von meiner Hand. Also man sieht es schon. Hier auch ein super schönes Stück von 2016. Das ist absolut trocken. Das hier ist auch Birke. Aber wir haben hier leider an einer Stelle einen Einschluss.
Schade. Aber ich gebe die Suche nach dem Heiligen Gral noch nicht auf. Boah, das hier sind auch richtig schöne Brocken gewesen. Aber auch alle gerissen. Sowas von schade. Naja, das hier ist, denke ich, außer Frage. Übrigens, ich habe auch hier bei diesen großen Buchenholzschalen überall Ankursil benutzt, aber die sind auch fast alle gerissen. Mega schade. Also, ich sehe keinen Grund, dass ich Ankursil nochmal benutze, weil sind eigentlich fast alle gerissen. Jetzt habe ich eine gefunden, die ist auch von 2015. Überlegt mal, 2015 habe ich die vorgedrechselt und wie ich sie noch vorgedrechselt habe. Aber ich kann jetzt keine Haare sehr erkennen. Naja, doch, ich kann... Ah, fuck. Aber ich habe jetzt ein paar Stücke, ich werde sie mal aufsparen und schauen, wie tief die Haarrisse ins Holz gehen. Vielleicht wollt ihr sowas ja nachmachen. Wie gesagt, wir machen uns eine Müsli-Schüssel und ich probiere so ein bisschen aus, ob die halt wirklich gegen Wasser resistent ist, ob man das benutzen kann. Und da ist jetzt vielleicht die Frage, okay, ich habe nicht so eine vorgedrechselte Schale, kann ich mir nicht was zurechtleimen? Ich würde einfach mal sagen, nee, das geht nicht so wirklich, speziell wenn man was Heißes reinfüllt, weil sich dann die verschiedenen Holzsorten unterschiedlich ausdehnen würden. Wenn man gleiche Holzsorten benutzen würde, weiß ich nicht so genau, ob das funktioniert. Also ich würde spontan sagen, so ein massives Stück Holz wird auf die Jahre gesehen besser standhalten als ein verleimtes Stück Holz. Also ich muss jetzt als erstes ein bisschen hier Werkzeuge vorbereiten, weil ich habe hier das letzte Mal noch was dran geschliffen. Das müssen wir jetzt einmal noch zentrieren. Ist zentriert. Schauen wir erstmal, ob das überhaupt was bringt. Müssen wir erstmal schauen, ob es sich überhaupt lohnt. Das heißt, deswegen tricksen wir hier außen mal so ein bisschen Material weg. Ah fuck, da sind Achhaare drin, das ist doch scheiße. Das ist doch super ätzend. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht so, ob die überhaupt so schlimm wären. Ich werde jetzt mal das andere Stück Holz noch aufsparen und schauen, ob es da vielleicht besser ist. Das Holz hier ist ja quasi innen drin Vollmaterial, das heißt, ich kann einfach eine Planscheibe auf das Holz aufschrauben. Das hier ist jetzt wie gesagt Linde. Wunderschönes Holz. Kann man super gut bearbeiten und brennt auch schön. Mit diesem Werkzeug hier könnt ihr halt so unbreiten Span abnehmen. Das habe ich auch hier gerade getan. Das hier, das hier. Richtig breiter Span. Dafür ist hier diese Röhre gut. Ich benutze aber mittlerweile trotzdem eigentlich ganz gerne hier die, weil man die so schnell schärfen kann. Einfach in die Schärfgestell reinlegen, dann zack, zack, scharf. Aber dafür ist halt die andere Röhre jetzt besser. Es geht ein bisschen schneller einfach. So, haben wir hier mehr Glück, haben wir mehr Glück. Haben wir... Och, leck mich doch am Arsch. Haben wir nicht Glück. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Vielleicht wird es noch besser. So, so, so. Immer noch Risse da. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Haben wir noch mehr Material weg. Ah, die Scheißrisse. Da ich kurz gleich. Ganz, ganz schlecht ist das. Egal, noch mehr weg. Ja, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist gleich kein Holz mehr, jetzt haben wir nur noch Späne gleich. Ja. Ich fahre jetzt mal noch auf ein anderes Holzlager, dann gucke ich mal, ob ich da noch Holz finde, was geeignet ist. Weil jetzt haben wir bis jetzt nur, jetzt haben wir nur bis jetzt Späne hergestellt. Ihr seht ein bisschen Holz, das ist alles Linde und da habe ich mit einem Kollegen, das sind glaube ich 4 Anhängerladungen, Holz aus dem Wald geholt. Und ich habe mir gedacht, komm, ich mache das alles einfach einmal auf einen Schwung und jetzt liegt es hier oben rum. Das Ding ist, ich habe vorher schon super, super viel geschnitten, das zeige ich euch gleich, aber als erstes zeige ich euch jetzt mal die Lindenstämme. Die sind nämlich echt geil. Auf Social Media, auf Instagram seht ihr da auch noch ein paar Bilder von für die Leute, die es interessiert. Ja, die haben alle so einen Meter Länge. Und wiegen so zwischen 60 und 100 Kilo. Ein Stück war echt extrem dick und das ist dieses hier. Das habe ich auch einmal hier hinten
aufgetrennt, weil das war nochmal so dick. Hier sind ein paar Stücke, die waren so dick wie diese hier. Und die bekomme ich natürlich, wenn sie so dick sind, nicht auf meinen Gatter hier drauf. Deswegen habe ich sie freihand einmal runtergeschnitten. Das hier ist übrigens das ganze Sägemehl. Ist schon schön getrocknet. Ich zeige euch jetzt aber als erstes mal das Holz, was ich geschnitten habe, denn das ist sehr schön und das ist auch sehr viel vor allen Dingen. Das hier ist das gesamte Holz, was ich aufgetrennt habe. Die sind alle super, super gerade geworden, alle so in etwa 4-5 cm dick. Und klar, die hier haben jetzt schon ein bisschen sich geworfen, weil sie halt am Trocknen sind. Aber so unterm Strich zähle erstmal ich und vor allen Dingen die ganzen Bretter sind schön gerade. Ich habe jetzt schon einige Projekte angesprochen, die ich ganz gerne noch verwirklichen würde. Aber dafür brauche ich so ein bisschen Hilfe von euch. Und das ist einfach so ein bisschen, ich brauche eine Reaktion, dass sich die Leute das anschauen. Und ich brauche halt einfach Leute, die sich das anschauen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei dir ist. Also bei mir persönlich ist es so, wenn ich mittlerweile auf YouTube unterwegs bin, schaue ich eigentlich nur noch auf der Startseite vorbei. Dort sind dann Videos für die nächsten 30 Minuten, wo ich mal dann anschaue. Und in die Abo-Box schaue ich gar nicht mehr so rein. Ich habe so ein paar Kanäle, das ist zum Beispiel Hermann unterwegs, da habe ich zum Beispiel die Glocke aktiviert und noch so ein paar andere Kanäle, da habe ich auch die Glocke aktiviert und da sehe ich halt einfach, okay, es gibt ein neues Video, weil das mich wirklich interessiert. Und würde mich freuen, wenn du auch die Glocke aktivieren würdest, bekommst du einfach eine Nachricht aufs Handy, keine E-Mail, glaube ich mal. Du bekommst dann aufs Handy so eine kleine Nachricht, okay, es ist ein neues Video online. Denn es wird nämlich nicht mehr regelmäßig Videos geben, deswegen würde das halt mich super freuen, wenn ihr das anschaltet, weil es halt keine regelmäßigen Videos mehr wie vorher gibt. Vorher gab es ja immer dienstags und donnerstags die Videos, da braucht man es theoretisch nicht. Aber in Zukunft wird es das nicht mehr geben. Und genau, ich brauche einfach ein bisschen Reaktion von euch. Ein paar Däumchen nach oben wäre cool, nach unten wären theoretisch auch okay. Würden das gleiche bringen, aber nach oben wäre natürlich schöner. Genug geplappert, ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen Benzin verbrennen. So, hier seht ihr den Kern, der muss auf jeden Fall bis hier hinweg, weil sonst könnten hier Risse noch sich weiter durchs Holz arbeiten. Das wollen wir natürlich nicht, weil eventuell schneiden wir uns auch hier so ein Stück raus. Das wird doch eigentlich noch besser, oder? Und dann machen wir das so. Übrigens, ich weiß, die Kettensäge ist nicht scharf. Ich wusste nicht mehr, ob sie noch scharfer war im letzten Mal. Und man sollte eine Schnittschutzhose anhaben. Dann zieht er eine an. Jetzt haben wir hier unseren schönen kleinen Rohling. Hab ich ein Mondgesicht. Ich bin jetzt wieder in der Werkstatt angekommen. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr hier auch solches grünes Holz verarbeitet, also grün bedeutet, dass es frisch ist, dann solltet ihr echt aufpassen, dass das Holz gar nicht erst in der Sonne liegt. Und ihr dürft sowas dann halt nicht 2 Tage oder so in der Werkstatt liegen lassen, weil dann entstehen schon relativ viele Risse. Ich habe es eben auch kurz, als ich es noch nicht weiter bearbeitet habe, in Schatten gelegen. Wie gesagt, damit es nicht so schnell Haare bildet. Das hier ist eine Müsli-Schüssel, das ist so die Größe, wo ich gerne herstellen würde. Und hier sieht man auch schon ein paar Risse, die muss ich echt draußen lassen. Und ich denke, ich werde hier aus diesem Klotz 2 Schalen herstellen. So, immer ein bisschen beachten, wie das Holz aufgebaut ist. Hier wird es jetzt zum Beispiel keinen Sinn machen, hier die Planscheibe drauf zu machen, weil hier noch Rinde ist. Aus diesem Grund kommt die Planscheibe einfach hier oben drauf. Ich werde hier auf jeden Fall noch den Reitstock mit ins Spiel bringen. Da haben wir hier einfach ein bisschen mehr Stabilität. Und können es jetzt gleich runddrechseln. Hier hat sich noch ein, was ist das? Ein Tier in die Rinde verzogen. Stimmt, die Rinde können wir übrigens auch gerade noch abmachen, bevor es abreißt. Zack. Also was kann euch halt um die Ohren fliegen und speziell, wenn ihr irgendwo drechselt, wo Leute um euch rumstehen, achtet da ganz besonders drauf. Ich werde euch später nochmal mein Finish zeigen. Das Finish gibt es jetzt nämlich zum Beispiel auch auf Amazon. Ist schon mal cool, ne? Vor allem die Leute, die es jetzt schon haben und ein Projekt benutzen, können auch jetzt Affiliate-Links benutzen. Dann bekommen die auch eine Provision, falls eben was über diesen Link verkauft wird. Das ist schon mal ganz cool. Auf jeden Fall heißt das eben für mich, dass ich den Versand nicht mehr selbst mache. Das macht ein Logistikunternehmen, weil Amazon ist ein bisschen eigen. Da muss der Versand einfach immer funktionieren. Sonst kann es mich
halt eben Kosten. Das Finish gibt es derzeit nicht auf meiner Webseite. Da ist so ein Link, da findet ihr dann einen Amazon-Link und dann kommt ihr eben auf die Amazon-Seite und findet es dort. Und da könnt ihr es halt eben einfacher kaufen, dann müsst ihr euch nicht auf meiner Webseite anmelden und könnt es über euer Amazon-Kundenkonto einfach dort bestellen. So, und jetzt trägst du mir erstmal was. Also kann man jetzt schon ziemlich zupacken. Ihr seht, die Späne sind sehr, sehr dick. So, jetzt ein anderes Werkzeug, damit ich die Form schöner hinbekomme. Und dann probieren wir es einfach mal. Jetzt ist mit dem Schleifen natürlich so, wenn man nasses Holz schleift, dann setze ich das Schleifpapier sofort zu. Ich habe so einen Schleifgriff, den gab es mal auf meiner Webseite, der ist derzeit ausverkauft. Und ich werde euch den gleich nochmal zeigen. Wenn ihr an so einem Teil Interesse habt, dann tragt euch bitte auf der Warteliste ein, damit ich einfach abschätzen kann, ob es sich lohnt, den nochmal ins Portfolio aufzunehmen. Ich zeige euch jetzt einmal, wenn man schleift, wie schnell sich das Schleifpapier zusetzt. Ich habe es auch eben schon einmal geschliffen, da habe ich es mal ausprobiert. So, hier, Schleifpapier, das ist ganz frisch und jetzt werde ich erstmal die Oberfläche hier schleifen. Gut, bei dem muss ich jetzt sagen, geht es eigentlich noch, aber ich denke, das liegt auch dran, weil das so fein ist. Gut, schleifen sieht eigentlich ganz gut aus. Muss ich mal selber mal gucken, ob das stimmt, was ich da gesagt habe. Bei feinem Schleifpapier seht ihr es ein bisschen besser. Das setzt sich direkt zu, wenn das Holz noch ein bisschen nass ist. Und mit dem Schleifgriff habt ihr dann einfach den Vorteil, dass der Schleifgriff quasi den Schleifstaub aus dem Schleifpapier rauswirft. Ich benutze das jetzt einmal und dann zeige ich es euch. Ihr seht das jetzt einmal und jetzt gehe ich einfach mal die Färbung durch. Hier seht ihr jetzt das Schleifpapier. Gut, das ist jetzt 600er Korn und natürlich wird sich das immer ein bisschen zusetzen, aber ich bezweifle einfach mal zu behaupten, wenn das Sinn macht, dass man, wenn man das rein, wenn man es drauf hält, schleift, dass es halt lang nicht so gut geht. Also wenn ihr so einen Schleifgriff hier mögt, müsst ihr euch einfach unten in der Warteliste eintragen, damit ich das abschätzen kann, ob das Ganze machbar ist. Als nächstes kommen wir mal wieder zum Finish. Ich benutze da mein eigenes Finish. Und falls ihr das auch habt und ihr es im Sommer verarbeitet, dann wird euch bestimmt auffallen, dass die Konsistenz nicht so aussieht wie auf den Bildern. Das liegt einfach daran, dass es hier drin einfach unnormal heiß ist. Ich habe die Konsistenz so gewählt, dass sie in der größten Zeit und in der Hauptzeit am besten verarbeitbar ist. Das bedeutet, im Frühling und im Herbst ist die Konsistenz so, wie man es auch auf den Bildern sieht. Im Sommer wird es logischerweise ein bisschen flüssiger, aber das ist eigentlich ganz egal. So, da könnt ihr euch jetzt einfach ein bisschen von nehmen. Und das reibe ich jetzt erstmal großflächig hier auf das Holz rein. Wichtig ist, ich bin gerade am Schauen, wichtig ist, dass euer Lappen auch sauber ist, weil sonst reibt ihr den Dreck von eurem Lumpen ins Holz rein. Da ist jetzt überall genügend Zeug drauf. Jetzt können wir die Maschine einschalten und es noch einmal einpolieren. Als nächstes können wir die Holzschale jetzt wieder runterspannen. Also ich bin super zufrieden wie jedes Mal mit der Oberfläche. Aber wie gesagt, die Hauptfrage ist ja immer noch, ob man das Ganze als Suppenschüssel benutzen kann. Ob das Holz auf Dauer diese Hitze dann aushält. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das in dem Video hier näher bringen soll. Jetzt müssen wir das erstmal umspannen. Ganz vorsichtig hier jetzt vorgehen, damit uns der Rezess nicht ausreißt. Als erstes interessiert mich jetzt mal, wie viel da in die Schale reinpasst. Also das hier ist so normal, wie viel hier reinkommt.
Ja, also das, was hier als normale Portion reinkommt, ist hier dann eine ganz volle. Also es ist jetzt doch noch zu frisch drauf, das muss man ein bisschen einziehen, weil dann hat man hier auch überall diesen schönen Perleffekt. Der ist jetzt außen schon ganz okay, aber das wird noch besser, wenn es dann noch einzieht. Hab's ja gerade erst fertig gefinisht. Aber ich wollte ja schauen, ob das Ganze mit kochendem Wasser funktioniert, deswegen machen wir jetzt mal Wasser heiß. Das ist jetzt mal ein optimaler Test. Man sieht hier, es ist Finish jetzt noch ganz frisch drauf und es löst sich so ein ganz klein bisschen. Ja. Ja, auch nicht so schlimm. Also die Außenseite ist mal nicht so wirklich heiß. Das Holz hier oben wird auch nicht wirklich heiß. Ich kipp's mal ein bisschen. Also es geht eigentlich voll klar. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch noch das Waschbecken vom VW-Bus zeige und währenddessen mein Tee hier zieht, zeige ich euch mal das Waschbecken. Das ist gute Waschbecken. Hier habe ich ja verschiedene Holzsorten benutzt, habe die miteinander verleimt und das Ding hält immer noch richtig, richtig gut. Man sieht hier, wo das Wasser immer drauf läuft, hier hat sich so eine kleine Fuge ergeben. Das war aber schon in den ersten Monaten, aber ansonsten hat sich hier gar nichts getan. Ich bin auch echt immer noch so happy mit diesem Waschbecken. Ich werde in ein paar Wochen ein Wertgutachten von meinem Bus machen. Da werde ich dann ein paar Worte dazu sagen, warum ich das mache, wofür das gut ist, worauf man achten muss, was das kostet und so weiter und so fort. Dann werde ich auch endlich mal eine Roomtour machen vom VW-Bus. Noch irgendwas? Dieses Waschbecken habe ich jetzt, glaube ich, seit 1,5 Jahren mittlerweile drin. Und wie gesagt, ich kann mich echt nicht beschweren, alles funktioniert immer super gut. Das ist auch so der echte Blickfang, wenn man da reinschaut. Sagt jeder als erstes direkt, das ist aber ein schönes Waschbecken. Jetzt schauen wir mal nach unserem Tee. Philipp, der Teeverkoster. Ja, es ist halt Tee, ne? Ich glaube, der ist schneller abgekühlt, weil das Holz schneller die Wärme aufnimmt. Also er ist jetzt schon trinkfertig. So, mein Tee ist auch gleich schon leer. Man sieht ein bisschen, dass sich das Holz schön rot verfärbt. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Wieder was dazugelernt, wie man Holz verfärben kann. Falls mich jemand fragen soll, jetzt Philipp, okay, du trinkst raus. Das heißt, das Finish sollte oder muss ja dementsprechend ein Lebensmittel echt sein. Also ich benutze das schon seit Jahren. Das heißt schon bestimmt seit 6, 7 Jahren für Schneidebretter, für meine ganzen Oberflächen, hier für solche Sachen. Also ich habe da wirklich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt ist es so, dass da nicht lebensmittelechtes Konterholz-Holzfinish steht, sondern einfach nur Konterholz-Holzfinish, weil man für dieses Lebensmittelecht ein Zertifikat braucht. Wir wohnen alle in Deutschland, wir wissen, dass Deutschland ein Zertifikatenland ist und dass es genug Leute gibt, die Leute abmahnen möchten. Und deswegen sage ich halt nicht, das ist lebensmittelecht. Ich sage lediglich, das Zeug, was drin ist, ist jeweils lebensmittelecht, auch ausgewiesen, und von daher würde ich es für ein Schneidebrett benutzen. Also falls mich jemand fragt. Wegen dem Zertifikat, wenn da Leute sagen, ah Philipp, da macht er das Zertifikat. Ich bin bekloppt gewesen. Ich habe 2 Wochen lang versucht, jemanden zu finden, der das wirklich anständig machen kann. Ich habe sogar beim Lebensmittelrecht Gesundheitsamt irgendwie so angerufen und da war halt die Person dran, die das kontrolliert, und ich habe die gefragt, okay, das ist ja super, wenn sie mich kontrollieren, dann können sie mir auch bestimmt sagen, was ich alles brauche für Zertifikate und, damit ich da halt eben positiv diese Prüfung bestehen würde. Und da hat die mir einfach gesagt, 2, 3 Mal hintereinander, ja, nee, sie machen ja das für mich, sie müssen das ja wissen. Ich so, ja, ich weiß aber nicht, weil ich keine Informationen bekomme. Ja, also es ist ein Thema für sich, will ich auch nicht so lange drüber reden. Ich benutze es für meine Schalen und so weiter und so fort. Und viele, viele weitere auch. Ich trinke jetzt mal leer, dann schauen wir uns mal die Schale an. Ist schön rot, gell, ne? Die Holzschale ist jetzt auch schon wieder sauber. Ihr seht, der Tee, der Rest ist mal jetzt ein bisschen zurückgeblieben. Sieht eigentlich ganz schön aus. Und
Ja, ich kann jetzt als Fazit sagen, beim ersten Mal hat es auf jeden Fall gut funktioniert mit dem heißen Wasser in der Holzschale. Es ist nichts geknackst oder. Jetzt muss ich natürlich abwarten, wie sich die Schale in meinem Bus macht. Ob die dünn genug ist, dass sie sich so viel bewegen kann, dass sie keine Risse bekommt oder ob sie Risse bekommt. Das werde ich jetzt einfach mal die nächsten paar Monate beobachten und euch dann vielleicht hier auch mal in einem Video Bescheid geben oder auf Instagram. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie dieses Video bei euch angekommen ist. Ich habe auch noch überhaupt keine Ahnung, wie lang dieses Video geworden ist oder wie gut es einfach bei euch ankommt. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf deinen Kommentar. Und genau, was gibt es noch zu sagen? Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.